diesen Warnton hören, dann sollten Sie sich weder Petersilie in die Ohren stopfen noch Ohrstöpsel benutzen. Denn dieser Warnton warnt Sie vor einer Gefahrenlage. Wenn Sie diesen Ton allerdings am 10. September um 11 Uhr hören, dann ist das ein Probealarm und weist Sie darauf hin, dass der erste bundesweite Warntag stattfindet. Vor diesem Probealarm wollen wir vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe Sie aber schon mal informieren, welche Warnsignale Sie hören werden, was Sie tun sollten, wenn Sie diese Warnsignale hören, wie Sie sich selbst vorbereiten, wie Sie sich schützen und helfen können. Besuchen Sie unseren Livestream, den wir am 3. September um 11 Uhr starten. Seien Sie dabei, wir würden uns sehr freuen. Nehmen Sie teil an unserem virtuellen Tag der offenen Tür. Sie können sich auch vorab schon aktiv einbringen und uns Fragen stellen, was Sie schon immer über das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe und seine Arbeitsbereiche wissen wollten. Schicken Sie uns einfach Ihre Fragen rein.